Hallo, da ich immer wieder höre, dass meine Videos teilweise auch schon sehr alt sind, möchte ich hier beginnen, weitere Videos wie immer wieder auf den neuen Stand zu bringen und beginne jetzt im ersten Schritt einfach mal mit einem Regelteil und dieses Regelteil, sprich ein Translationsteil, möchte ich dann auf ein Blatt bekommen. Das heißt, ich beginne dazu mit einer Skizze. Diese Skizze wird hier einfach erstellt. Man sieht hier, dass es mir hier die Ebenen erzeugt. Und ich kann hier mir eine Ebene auswählen und an dieser Skizze, die mir erstellt worden ist, kann ich dann konstruieren beginnen. Das heißt, ich wechsle in die Voransicht und beginne hier meinen Linienzug zu skizzieren. Grundsätzlich kann ich hier mit meinem Raster arbeiten, kann aber jedoch auch mit der Leertaste, so wie es auch in der Befehlszeile steht, oder mit der rechten Maustaste, weitere Optionen, meine Längen definieren. Das heißt, ich möchte hier einfach mal eine Höhe von 250 mm haben. Und kann natürlich hier dies auch mit der Maus machen. Das heißt, ich möchte hier einfach mal diese Form definieren. Man sieht, Hackert hat mir hier schon diese Symbole erzeugt. Das heißt, die bedeuten einfach, dass diese Linien im rechten Winkel definiert worden sind. Das fällt hier in diesem Fall unter die automatischen Bedingungen. Grundsätzlich habe ich hier natürlich die Möglichkeit, diese Einstellungen zu definieren. Welche Möglichkeiten sollen bei mir bemaßt werden? Das heißt, die Längen und die Winkel, habe ich gesagt, sollen bei mir nicht bemaßt werden, jedoch die automatischen Lagen parallel, tangentiell sollen definiert werden. Sprich, auch wenn ich ein Rechteck bemaße, dann wird oder erzeuge, wird es natürlich auch hier definiert. So, weiteres habe ich hier natürlich die Möglichkeit, hier mit Bedingungen zu arbeiten, was ich hier noch machen kann, aber nicht muss. Sprich, ich möchte hier einfach das zum Zeigen, möchte ich eine Linie zu fixieren. Das heißt, ich möchte diese Linie fixieren. Man sieht hier, dass diese Linie dann automatisch gelb wird und diese Linie möchte ich auch fixieren. So, jetzt beginne ich einfach mal mit meiner intelligenten Bemaßung und definiere hier den Wert, den ich wirklich haben will. Das heißt, ich möchte hier zum Beispiel 400 haben. Man sieht, die Linie ist jetzt grün geworden. Das heißt, diese Linie ist vollbestimmt. Hier möchte ich 250 haben. Und hier möchte ich 500 haben. So. Jetzt möchte ich aber hier noch diese mit 200 und werde hier fälschlicherweise ein Maß zu viel erzeugen. So, das heißt, der soll auch 200 sein. Das heißt, ich bekomme jetzt die Meldung, dass dieses Teil überdimensioniert ist. Und man sieht hier zum Beispiel der letzte Eintrag der Bemaßungen, dass hier das Maß zu viel ist. Also rechte Maustaste und man kann es natürlich wieder löschen und ich hätte hier eine vollbestimmte Skizze. Wäre jedoch egal, auch wenn ich hier zum Beispiel sage löschen, wäre die Skizze auch bestimmt. Es kommt immer darauf an, was ich einfach für meine Konstruktion benötige. Kann natürlich hier auch mit Undo die Bedingungen wieder ergänzen. Grundsätzlich, wie bei jeder Funktion in HiCard, kann ich auf die Skizze gehen, rechte Maustaste, und habe die dafür vorgesehenen und hauptsächlichen Befehle, wie zum Beispiel ein Translationsteil, ein neues Blech aus Skizze, einen Gitterrost, ein Glas oder auch Bauwiesenfunktionen, sprich Beton- und Fußbodenaufbauten. In diesem Fall möchte ich natürlich dies ganz einfach halten, das heißt, ich möchte hier ein Translationsteil erzeugen, betätige den Befehl und gebe hier meine Höhe des Profils an oder des Teiles an. In diesem Fall möchte ich hier einfach mal 150 haben. Man sieht hier automatisch die Vorschau. Diese kann ich natürlich hier auch deaktivieren. Wenn ich hier den Wert abändere, könnte ich natürlich, jetzt sieht man, dass sich die Vorschau nicht mit aktualisiert. Speziell am Anfang ist meistens hier dynamisch eingestellt. Das heißt, wenn ich hier auf Vorschau klicke, möchte HiCard von mir eine Bezugskante und dann könnte ich hier einfach über einen dynamischen Raster, zum Beispiel diesen Raster definieren und zum Beispiel sagen, ich möchte hier 800. Jedoch kann ich natürlich hier jederzeit die Werte auch abändern. Das ist mein Teil 1. Ich kann natürlich hier auch gleich Namen vergeben. Wichtig ist, das Feature soll angehakt bleiben. Das soll natürlich immer so sein. Ich könnte hier noch eine Stücklist Relevanz geben oder auch nicht. Das heißt, will ich es auf einer Stückliste haben oder nicht? Im Normalfall ist es so, wenn man in diese Teile modelliert, sollen die Stücklisten relevant sein oder nicht. Das kommt natürlich von der Konstruktion drauf an. Das heißt, mit Übernehmen wird mir hier mein Teil erzeugt.
Sprich, ich habe hier natürlich meinen Translationsteil, wie es natürlich generell in HiCard ist. Viele kommen von der 2D-Welt. Ich habe hier natürlich mit der rechten Maustaste auf die Ansichtsrahmen die Möglichkeit, hier vier Ansichten zu definieren und habe hier die Möglichkeiten, das sofort auch in allen Ansichten ersichtlich habe. Und egal in welcher Ansicht ich jetzt weiter konstruiere, ist es natürlich in allen Ansichten aktiv. Sprich, wenn ich jetzt mit der linken Maustaste auf ein Teil klicke in irgendeiner Ansicht, komme ich sofort in die Ribbon-Kategorie für das jeweilige Teil. Sprich, ich könnte hier zum Beispiel eine Phase machen. Das heißt, ich möchte hier an dieser Kante eine Phase von, sage ich jetzt mal, 25 machen. Das heißt, ich wähle hier diese Kante an, kann hier zum Beispiel die Vorschau sagen und habe sofort eine Phase. Mit mittlerer Maustaste wird mir diese Phase übernommen und ich könnte hier natürlich weiter phasen. Ich möchte hier eine Phase über zwei Winkel, über Länge und Winkel. Das heißt, ich möchte hier die Phasenlänge von 25 und der Phasenwinkel von 5 Grad. Könnte hier die Vorschau betätigen, kann aber jederzeit dies ein bisschen größer machen, damit man es besser sieht. Könnte hier natürlich auch die Winkel tauschen. Das heißt, mit der Vorschau kann ich dies natürlich sofort ändern und sehe das in allen Ansichten sofort aktuell. Mit Übernehmen oder Phasen wird die Phase erzeugt. Mittlere Maustaste gedrückt wird auch das Teil sofort erzeugt. So, was möchte ich hier noch weiter machen? Ich möchte hier in diesem Fall, man sieht es hier in dieser Ansicht besser, ich möchte hier eine Bohrung, aber diese Bohrung soll sich in diesem Fall, ich möchte hier mit einer Hilfslinie das andeuten, das heißt, sprich, ich drücke H, weil es jetzt zu schnell gegangen ist, einfach zum Zeigen von dieser Kante und dieser Kante, brauche ich immer nur die Taste H drücken, also sprich von diesem Schnittpunkt möchte ich eine Bohrung hier einbauen und diese einfach definieren. Ich möchte jetzt mit H diese Hilfslinie wieder löschen und möchte einfach zeigen, wie geht das. Ich muss im Prinzip nur über das Teil gehen, in diesem Fall wird dieses Teil gehighlightet, egal in welcher Ansicht. Das heißt, ich klicke jetzt die rechte Maustaste und habe hier die Möglichkeiten, eine variable Durchgangsbohrung, sprich ich möchte hier die Bohrungsdurchmesser so definieren mit einer freien Angabe. Ich gebe jetzt die Ebene an, das spricht die Ebene möchte hier natürlich senkrecht draufbohren, gebe die Ebene an, gebe den Durchmesser an und mit OK kann ich jetzt die Punkte, sprich Bohrungen, definieren. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte von diesem Punkt ausgehend eine Bohrung definieren. Das heißt, und ich möchte von diesem Punkt ausgehend Werte auch eingeben. Das heißt, hier nennt sich das relativ return, nennt sich der Befehl. Das heißt, ich klicke auf der Tastatur R, drücke dann sofort Enter. Das heißt, ich kann jetzt einen Bezugspunkt angeben. Der Bezugspunkt wäre hier in diesem Fall. Das heißt, der ist natürlich ein theoretischer Schnittpunkt. Ich drücke zum Beispiel hier die Taste Enter. Mit dieser Taste Enter komme ich zu den erweiterten Punktoptionen und wähle hier zum Beispiel den theoretischen Schnittpunkt. Der theoretische Schnittpunkt soll von dieser Kante ausgehend und dieser Kante ausgehend sein. Und jetzt kann ich die Werte eingeben. Sprich, ich möchte hier 50 in die X-Richtung, sprich in diese Richtung gehen. Leerzeichen ist der Abstand zur Y-Achse, das heißt, und möchte auch hier noch 50 nach oben gehen. Dies bestätige ich jetzt gleich mit der Enter-Taste und habe hier, man sieht es auch an der Bemaßung, sofort eine Bemaßung von der Bohrung auf genau diesen Punkt hin. Diesen kann ich natürlich jederzeit ändern. Sprich, wenn ich das Teil anklicke und hier ins sogenannte Feature gehe, sehe ich, ich habe mein Teil erzeugt. Dies könnte ich natürlich jederzeit mit Doppelklick auf die Bemaßung auch abändern. Könnte zum Beispiel jederzeit die Phasen größer oder kleiner machen. Sprich, ich könnte hier zum Beispiel sagen, nee, ich möchte hier die 50 mm Phase haben oder bei der Bohrung möchte ich hier die Bohrung möchte ich auf andere Werte haben, sprich ich möchte hier 150 nach rechts gehen oder ich kann natürlich mit Plus die Feature-Einträge auch größer machen oder öffnen und kann hier zum Beispiel sagen, nein, die Bohrung soll 100 sein oder in diesem Fall 100 ist vielleicht zu groß, möchte ich nur 50 haben. So, natürlich geht es hier natürlich weiter, das heißt ich könnte hier natürlich auch sagen, ich möchte hier eine Phase haben und möchte hier eine Phase mit mittlerer Maustaste. Das war jetzt natürlich zu viel des Guten. Diese Phase ist noch vom Vorhin gewesen, das heißt, ich kann natürlich hier jederzeit die Phase auch abändern.
In diesem Fall möchte ich natürlich nur eine Länge und diese Länge soll 5 mm sein. So wollte ich das eigentlich. Das heißt, man sieht sofort, ich kann jederzeit die Werte auch abändern. So, ich möchte hier diese Bearbeitungsebenen löschen, weil ich sie eigentlich nicht mehr brauche. Das heißt, ich gehe auf die Ebene, rechte Maustaste und sage Löschen aller Ebenen. Weiters möchte ich jetzt dieses Teil auf ein Blatt bringen. Das heißt, ich gehe in die Ansichten und wechsle hier in das Blatt. Man sieht hier in diesem Fall einfach meine Draufsicht. Möchte, so wie auch vorhin schon, die 4 Standardansichten definieren und ziehe die zum Beispiel einfach mal ein bisschen auseinander, weil ich möchte natürlich hier diese Ansichten etwas schöner bearbeiten und darstellen. Jetzt gehe ich in den Ribbon Konstruktion, möchte hier noch einen Zeichnungsrahmen einfügen und wähle hier ganz bewusst zum Beispiel einen A3-Rahmen nehmen wir. A3-Rahmen und lege den in die Mitte der Konstruktion. Man hat hier bewusst gesehen, ich hätte hier noch die Möglichkeit, Maßstab vorzuschlagen. Das heißt, Heikart würde mir einen Maßstab vorschlagen. Ich möchte dies aber jetzt komplett manuell machen. Sprich, ich klicke irgendwo in dem leeren Bereich, rechte Maustaste, und sage hier meinen Hauptmaßstab. Sprich, den Hauptmaßstab, den ich ganz am Anfang bei der Konstruktion gewählt habe, möchte ich hier zum Beispiel auf 1:10 wechseln. Und jetzt hat Heikart mir meine Ansichten verkleinert. Der Maßstab ist nur wichtig für die Bemaßungen. So, jetzt sieht man hier sofort, dass ich hier meine 4 Ansichten habe. Ich kann natürlich hier jederzeit die Ansichtsdarstellung ändern. Das heißt, ich möchte hier vielleicht noch die unsichtbaren Kanten sehen oder ich möchte hier die schattierte Ansicht sehen. Das kann man natürlich hier jederzeit ändern. Grundsätzlich gibt es hier natürlich immer die Möglichkeit, hier über die 3D-Bemaßung eine Kettenbemaßung oder Bemaßung zu definieren. Das heißt, ich möchte hier einfach mal eine Kettenbemaßung einfügen, wähle hier mit natürlich dasselbe. Oder ich habe hier natürlich mit der Variablenbemaßung, das heißt, ich kann natürlich hier die Kanten anwählen oder in diesem Fall könnte ich hier zum Beispiel diese erste Kante, das erste Maß anwählen, kann hier über auf das Maß gehen, rechte Maustaste, kann natürlich hier sagen, ich möchte die Struktur erweitern, zum Beispiel bis zu diesem Punkt über ein Kettenmaß und habe hier das weitere Maß ergänzt. Es gibt natürlich weitere Bemaßungen, wo ich hier einfach mal die Phase bemaßen kann, das heißt, ich möchte hier eine Phase bemaßen und kann hier zum Beispiel eine Phasenbemaßung definieren. Oder ich möchte hier einfach eine normale Phasenbemaßung über 2 Hilfslinien, also okay, gehört natürlich nicht zu einer 45 Grad Bemaßung und habe hier in diesem Fall diese Ansicht. So, jetzt möchte ich hier von dieser Ansicht noch einen Schnitt haben, das heißt, ich kann auf die Ansicht gehen, rechte Maustaste und sage hier, ich möchte eine neue Schnittansicht haben und habe hier die Möglichkeit, so wie Heikart mir auch sagt, einen Schnittverlauf zu definieren, das heißt, mit einer Linie kann ich hier natürlich jederzeit meinen Schnittverlauf definieren. Dieser muss natürlich nicht immer gerade sein, kann auch so sein, mit dahinterliegenden Teilen. Ich sage hier in diesem Fall erzeugen und habe hier auch sofort meine Schnittansicht definiert. Grundsätzlich sieht man so, dass ich hier meinen Schnitt habe. Diesen Schnitt kann ich natürlich auch jederzeit ins 3D drehen und habe natürlich auch hier die Möglichkeit, gewisse Darstellungsmöglichkeiten zu definieren. Natürlich ist es auch hier im 3D möglich, dass ich hier sagen kann, ich möchte natürlich hier eine Bemaßung definieren. Ich kann natürlich hier entweder in diese Richtung oder während des Drehens könnte ich noch sagen, rechte Maustaste und zu sagen, ZX-Richtung wechseln. Das heißt, je nachdem, was mir natürlich hier in diesem Fall lieber ist. Ich möchte hier dann noch diesen Kreis bemaßen, das heißt, ich habe natürlich hier auch die Möglichkeit, die Kreisbemaßung mit demselben Befehl zu definieren. Und so komme ich eigentlich im Prinzip auf meine kompletten Darstellungsarten der Teile. Wichtig ist natürlich auch bei diesen Teilen zu sagen, dass die Schraffur immer vom Werkstoff ausgeht, sprich ich möchte hier dann einen anderen Werkstoff haben, das heißt, ich sage rechte Maustaste Werkstoff ändern und gehe hier in diesem Fall auf ein Nicht-Eisenmetall und möchte hier einen Aluminiumwerkstoff definieren. Sprich, Heikart sagt mir, dass die Schraffur nicht aktuell ist. Mit der rechten Maustaste auf den Ansichtsrahmen kann ich hier sagen, Schnittansicht aktualisieren und man sieht sofort den
Alu-Werkstoff-Schraffur dahinterliegend. So, grundsätzlich wäre hier das natürlich einfache Schritte, einfache Basic-Schritte, die man hier natürlich hier anwenden kann. Ich möchte hier noch einfach mal Bemaßungen ergänzen, kann aber jederzeit sagen, ich möchte diesen Schnitt auch nochmal weiter kopieren. Das heißt, ich kann hier natürlich diesen Schnitt nochmal kopieren und den etwas anders darstellen, zum Beispiel von der anderen Ansicht. Und kann dies natürlich auch zum Beispiel in schattierter Schraffur da bringen. Und während des Ziehens kann ich zum Beispiel hier wieder sagen, ich möchte die Bemaßung in eine andere Ansicht bringen, um einfach das Werkstück besser darstellen lassen zu können. Ich hoffe, hat euch das gefallen, einen einfachen Einblick, wie man so ein kleines Regelteil erzeugen kann. Und ich würde mich freuen über ein Gefällt mir oder ein Teilen des Videos. Dankeschön.